Der Bergdoktor, kann sein, dass ich nicht zurückkomme. Ausstieg von Hans Siegel offiziell? Die Bergdoktor-Fans müssen jetzt ganz stark sein, Dr. Martin Grube, Hans Siegel, 53, zieht es zum Steve Ellenden nach New York, ein Abschied für immer? Der Bergdoktor, dramatisches Staffelende für Dr. Martin Grube. Aktuell läuft die lang ersehnte 16. Staffel von Der Bergdoktor im TV. Und zum Steve Ellender am 23. Februar wird es noch einmal so richtig spannend, denn bei Hans Siegels Figur Dr. Martin Gruber geht es drunter und drüber. Dass Martin Gruber der Vater von Lilly, Ronja Forcher, ist und nicht sein Bruder Hans Gruber, Heiko Rupprecht, wissen die Fans schon seit der ersten Staffel 2008. Nun kommt jedoch die ganze Wahrheit ans Licht, denn Lilly ist nicht bei einem One-Night-Stand entstanden, wie bisher angenommen. Stattdessen hatte Martin damals eine Affäre mit der inzwischen verstorbenen Frau seines Bruders Sonja. Mit der Gefahr, dass Hans nie wieder ein Wort mit ihm wechseln wird, gesteht Martin ihm nun die ganze Geschichte. Ich habe lange überlegt, ob und wie ich anfange und ich habe Angst, dass wenn ich anfange, dass dann das hier unser letztes Gespräch sein wird. Ich habe dich angelogen, Hans, und diese Lüge darf nicht mehr zwischen uns stehen, beginnt er seinem Bruder zu erklären. Und als wäre dieses Drama nicht schon nervenaufreibend genug, bekommt Martin auch noch ein verlockendes Angebot. Franziska, Simone Hanselmann, lädt ihn nach New York zu sich und ihrem gemeinsamen Sohn Johann ein. Lange überlegen muss Martin nicht. Für ihn steht fest, er wird Elmo verlassen und nach New York fliegen. Doch was bedeutet das für seine Zukunft als Bergdoktor? Bleibt Martin für immer in der amerikanischen Metropole oder ist es nur ein Abschied auf Zeit? Das weiß er selbst noch nicht. Seinem Nachfolger erklärt er vielsagend: Sollte das alles anders kommen, wie ich mir das vorstelle, dann könnte es sein, dass ich gar nicht mehr zurückkomme. Das heißt, Sie haben die Option, die Praxis zu kaufen. Eine Aussage, die Bergdoktor-Fans hellhörig werden lassen dürfte. Hans Siegel, mit dem Martin in Rente gehen werde ich nicht. Gerüchte darüber, dass Hans Siegel nicht mehr lange den Bergdoktor spielen wird, gibt es schon länger. Kürzlich kurbelte er die Spekulationen über einen baldigen Serienausstieg sogar selbst an. So erklärte er Ende 2022 gegenüber Gala: Mit dem Martin in Rente gehen werde ich nicht. Wird die 16. Staffel von Der Bergdoktor also tatsächlich die letzte mit dem 53-Jährigen sein? Die Fans können wohl ein wenig aufatmen, denn Hans Siegel verrät in dem Interview auch: Die 17. Staffel im nächsten Jahr steht bereits. Sein Ausstieg aus der Serie scheint dennoch nur noch eine Frage der Zeit zu sein, denn Hans Siegel fügte auch hinzu: Irgendwann wird's aber sicher der Punkt kommen, an dem ich feststelle, dass mein Part auserzählt ist.